Was geht YouTube? Ich bin Killamanero Man und heute haben wir wieder ein Halloween-Turnier-Video mit zwei Halloween-Turnierkämpfen. Die Nummer 12 dieses Turnieres, also das Nummer, die Nummer 12 von einem Video zu diesem Turnier. Wenn alles gut geht, werden wir noch 13, 14 und 15 haben, also noch drei Videos nach diesem hier. Kommt jetzt natürlich darauf an, wie gut ich noch Gegner treffe. Und bisher muss ich wirklich sagen, ich habe nicht schlecht abgeschnitten. Ich habe bisher doppelt so oft gewonnen wie verloren. Natürlich einmal noch mehr gewonnen, sich einmal sogar noch mehr gewonnen, wegen einem Disconnect. Wo ich sogar jetzt noch erfahren habe, wir kämpfen gegen Eluid aus Mexiko DF, keine Ahnung, wo das ist. Also, ich weiß, wo Mexiko ist, aber ich weiß nicht, wo Mexiko DF ist. Ich habe sogar von einem erfahren, wir hatten ja einen aus dem Visa-Board. Und da war wirklich einfach so, bam, ein richtiger Disconnect, war nicht mal ein Rage Quit. Hat mich sowieso total gewundert, weil ich kannte die Person relativ. Ich habe mal gegen sie gespielt und ich hatte mich auch nachher angeschrieben. War ich schon relativ komisch. Ich habe im ersten Moment erstmal gedacht, Rage Quit, aber naja, es wirkte relativ komisch. Er bringt Gengar, Zwirklo, Durengard, Frost, Dedge, Pumpkin und Drift Zeppeli. Und da er Gengar bringt, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig als, als meine typische Kombo und vor allem auf jeden Fall Banett mitzubringen, denn Banett countert so ziemlich, Mega Gengar aus. Einfach wegen dem Tiefschlag und alles. Das countert das eigentlich recht gut aus. Wir schauen mal, womit Eluid startet. Ich bin mal gespannt. Ich finde es auch noch überraschend, dass ich so, dass jetzt so irgendwie drei Stunden vor Ende des Turniers noch gut Gegner finde. Er startet mit Gengar. Was für mich natürlich in der Regel heißt, es könnte jetzt unter Umständen ein totes Zubiris geben. Auswechseln macht keinen Sinn. Ich gehe einfach auf den Schmarotzer. Ich könnte es natürlich verbrennen, aber in der an sich. Es ist kein Mega-Gänger oder geht auf jeden Fall nicht mega. Das heißt, Zubiris wird das noch überleben. Ist jetzt die Frage, wie sieht es mit dem Schmarotzer aus? Schmarotzer tötet nur zur Hälfte, aber es ist anscheinend kein Mega-Gänger, was sehr interessant ist. Was mich eigentlich dazu verleitet, auswechseln kann ich nicht wirklich. Ich hau einfach ein Irrlicht, weil ich sonst wirklich nichts anderes machen kann. Hier kommt ein Irrlicht entgegen. Ich verbrenne es notfalls noch, weil echt, ich kann wirklich kaum was anderes machen. Er wird jetzt wieder Zauberschein benutzen. Aber er ist down genug. Ich meine, ich hätte nicht überlebt. Ich hätte noch was anderes machen können. Ich hätte natürlich Genesung machen können. Ist nur eine Frage, was bringt es mir? Ich muss hier meinen Zubiris down gehen lassen. Aber halt die Frage wäre halt gewesen, was bringt es mir jetzt hier mein, was hätte es mir jetzt gebracht, mein, wir sehen einen Fokusgurt. Oh, okay. Das ist eindeutig kein Megagänger. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, was hätte es mir persönlich jetzt gebracht, hier, loszugehen und mit, ich komme gleich drauf, Genesung zu benutzen, weil er macht mehr Schaden, als ich heilen kann. Und er nimmt keinen Schaden, weil ich keine Verbrennung auf ihn drauf hatte. Hätte ich die Verbrennung auf ihn drauf gehabt, hätte ich wahrscheinlich einfach weiter Genesung gespammt. Und dann noch etwa, naja, ne, im Grunde war es, glaube ich, schon wirklich am besten, dass ich am Anfang Schmarotzer benutzt habe. Denn so habe ich seinen Fokus kurz zerstört. Er kommt mit Drift Zeppeli rein. Kann höchstwahrscheinlich den Burn. Ich werde einfach mal, so gut wie alles, Irrlicht beherrscht. Einfach mal einen Abschlag gucken. Drift Zeppeli geht down. Mit einem Abschlag. Sehen wir den Finalschlag noch? Da war der Heißorb. Okay. Wir haben keinen Finalschlag gesehen. Was kann denn Drift Zeppeli sonst so? Und zum Schluss kommt natürlich noch das Pumpkin rein. Und so ziemlich in der Kombo sind wir relativ gut. Ich habe eigentlich gedacht, so mehr Hypnose und sowas benutzt. Aber naja. So sowieso Drift Zeppeli. Drift Blin, weil ich immer keine Ahnung habe, wie man Drift Zeppeli schreibt. Das ist gar nicht so schwer, ist trotzdem. Egelsam. Wir sehen die Egelsam, aber ich. Hallo? Kannst du mal suchen? Danke. Ja, ich werde die. Ich werde jetzt sowieso auswechseln, denn er ist geburnt und kann halt mit seinen Egelsamen eben nicht. Wobei, warum soll ich eigentlich auswechseln? Einfach mal einen Angriff. Ich könnte natürlich jetzt mit meiner typischen Pump-Gin-Kombo. Setzt Schutzschild an. Interesting. Ich könnte natürlich mit meiner typischen Pump-Gin-Kombo erledigen. Jetzt natürlich, er kann die ganze Zeit Schutzschild benutzen, wie er will. Würde, glaube ich, kaum einen Unterschied machen. Ist natürlich nicht super, dass er geburnt ist, auch wenn jetzt die Egelsamen den Burn relativ. Ah, gut, ich habe jetzt die Driftzeit in die Seite. Entlastung und Hitzewahn. Oh, er hat wahrscheinlich diesen Hitzewahn. Wusste ich gar nicht, dass das kriegt. Ich mache einfach weiter einen Abschlag. Spezialangriff steigt um 50%. Ich wusste gar nicht, dass das hat. Naja. Hier kommt der Abschlag.
Erledigt das Punktchen, hätte ich vielleicht... Oh, so ein Vortritt, okay, wollte ich gerade sagen. Ansonsten, glaube ich, hätte das nämlich nicht getötet. Irgendwie lasse ich bei meinen Aufnahmen sehr oft meinen Shift fallen. Ich weiß auch nicht warum. Damit haben wir Eloid besiegt. Mussten natürlich am Anfang leider das, ich habe den Faden wieder mal verloren. Genau. Das war natürlich jetzt sehr überraschend, dass er mit dem Gengar angefangen hat. Aber da war es, glaube ich, wirklich nicht unbedingt meine beste Entscheidung. Ich hatte genau noch Burn, aber der Burn hätte daneben gehen können. Und ich dachte mir, was bringt das? Ich habe den unwahrscheinlichen Fall, dass ich einen Zauberschein von einem Mega-Gengar überlebt hätte. Wir kämpfen gegen 775 oder 775 aus Japan, Okinawa. Da verspreche ich mir nicht gute Chancen bei dem Rating, was 775 hat. Oder Nananana-Go. Oder Chichichichi-Go. Ich würde eher Nananana-Go sagen, weil es besser auszusprechen ist als Chichichichi. Weil 7 kann Nana und Chichi heißen. Also, haben wir ein bisschen gelernt. RCS bringt Gengar, Durengar, Zubiris, Punktchen, Banette und Krippuk. Ich persönlich... Ich weiß nicht, ich will mal wirklich Durengard versuchen. Nee, ich bleib bei meiner normalen Kombo. Ich meine, die hat auch sonst immer so gut funktioniert. Ich bleib bei meiner normalen Kombo. So sehr ich gerne mal wieder Durengard benutzen würde, ist einfach... Ja, das Problem ist da einfach mal... sind auch sehr viele Geister, die einfach... die einfach hier physisch angreifen. Und da ist es dann weit, vor allem, weil auch jeder Gegner einfach immer Punktchen dabei haben muss, ist es natürlich immer super gut, die zu verbrennen. Oder einfach insgesamt so Fokusgurte und sowas. Und wie wir hier sehen, er hat auch mit seinem, RCS startet auch mit ihrem, Zubiris. Da werde ich einfach mal direkt zum Abschlag übergehen, denn ich glaube... Oh, Angeberei. Oh. Aber wenn ich jetzt mich nicht selber schlage, ist das extrem gut für mich. Wenn ich mich jetzt nicht selber schlage. Komm, Zubiris. Ich glaube, das ist die Strafe dafür, dass ich in Season 6 ein Hex-Team benutze, oder? Das ist die Strafe dafür, oder? Das ist wirklich die Strafe, oder? Das kann man nicht anders erklären. Benutzt Delegator. Hat das jetzt vor. Jetzt habe ich echt Schiss. Abschlag funktioniert. Funktioniert eigentlich, also wird das Item auch bei einem Delegator weggeschlagen? Nein, wissen wir jetzt auf jeden Fall, es wird nicht bei einem Delegator weggeschlagen. Schon mal sehr gut zu wissen, da ich Angst habe, dass er wieder Delegator... Und ich nicht weiß, ob ich schneller bin. Er setzt schon mal Rotzer ein, weil ich auch einen erhöhten Angriff habe, was für mich jetzt natürlich... Guckt euch an, was ist, aber Zubiris ist nicht mehr verwirrt. Hier kommt der Abschlag. Ich hau ihm das Item runter, die Tara-Beere. Wir sehen aber, dass er schneller ist. Hat natürlich selber noch die Genesung, genauso wie ich. Ich hau jetzt erstmal ein Irrlicht raus. Wir kennen jetzt schon langsam sein ganzes Moveset. Er weiß von mir nur, er benutzt die Genesung. Und hier wird es jetzt für mich sehr praktisch, denn er kriegt jetzt einen, Burn. Was für mich natürlich hier sehr, sehr, sehr praktisch ist. Vor allem, weil er, okay, ich habe keine Ahnung, was die Tara-Beere macht. Lernen wir mal wieder was Neues. Was zur Hölle macht die Tara-Beere? Keine Ahnung. Ich benutze selber mal Genesung. Er setzt wieder Angeberei ein, erhöht dadurch meinen Angriff. Wenn ich jetzt natürlich meine Genesung durchkriege, ist das optimal, auch wenn ich dadurch wahrscheinlich, losgehen werde und meinen Punkten opfere. Kommt die Genesung durch? Ja, sie kommt durch, da kommt die Genesung. Ich erhöhe dadurch natürlich meinen Angriff und ich weiß, er wird jetzt wahrscheinlich eher losgehen und, Schmarotzer benutzen. Wird meinem Punkte nicht ganz so gut gefallen. Aber er nimmt dadurch natürlich noch, was natürlich am besten ist. Er nimmt dadurch natürlich, hier Burnschaden. Er nimmt sowieso Burnschaden, aber er nimmt Beulenhelmschaden. Kommt der Schmarotzer? Schadet meinem Punkte nicht ganz so viel und er nimmt hier natürlich jetzt einiges am Beulenhelmschaden und kriegt einen Burn-Up.
Ist für mich natürlich jetzt optimal. Ich persönlich glaube, er wird nicht. Er kann sowieso nicht Delegator benutzen. Deswegen wird er eher jetzt Genesung verwenden. Oder vielleicht Angeberei. Er geht auf die Angeberei, pumpt den Wert der Attacke ab. Egelsamen trifft. Das heißt, wir kriegen noch ein bisschen Leben zurück. Die Tarabeere erhöht die Spezialverteidigung, wenn dieser von Spezialattacken getroffen wird. Keine schlechte Beere, muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt keine schlechte Wahl. Wir haben hier mit recht gutem KP sind wir wieder rausgegangen, haben sein Pokémon erledigt, was jetzt für mich sehr gut ist. Es ist natürlich noch die Frage, was hat er in der Hinterhand? Er hat natürlich noch das Punktchen in der Hinterhand. Er hat noch sein Durengard in der Hinterhand. Wenn es natürlich das offensive Set ist, ist das für mich gut. Ich hau erstmal wieder die Egelsamen raus, denn das ist das Klügste, was ich jetzt machen kann. Denn er macht Schwertanz, er ist das offensive Set. Das heißt, es ist natürlich für mich optimal, wenn ich hier jetzt noch losgehen kann und Egelsamen gehen natürlich daneben. Egelsamen gehen natürlich daneben, war klar. Er ist natürlich schneller. Ich gehe lieber Phantomkraft, will ihn hoffentlich angreifen. Er benutzt den Taktikwechsel. Wird das ausreichen? Ich kann ihn natürlich danach verbrennen. Da kommt die Dunkelklaue. Nimmt natürlich noch Beulenhelmschaden. Reicht es aus? Es reicht nicht aus. Ist natürlich. War ein Volltreffer. War natürlich ein Volltreffer. Ich würde behaupten, es ist ein voll defensives Punktchen. Wäre es kein Volltreffer gewesen, wäre es aus mit ihm gewesen. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier natürlich mein Banett in der Hinterhand. Wir sehen die Prunusbeere. Und ich glaube, er predicted. Ich glaube, er predicted jetzt eher den Will-O-Wisp oder das Abgangsbund. Ja, wenn der Abgangsbund, mal gucken. Ich glaube, er predicted eher den Will-O-Wisp, damit ich ihn verbrennen kann. Deswegen ich jetzt eher losgehe, einen Tiefschlag benutze. Wobei ich, ja, mal gucken. Geht er in die? Er geht in die Verteidigungsform. Da wäre jetzt natürlich der Will-O viel optimaler gewesen. Benutze hier Königsschild. Mein Tiefschlag geht jetzt natürlich daneben. Nichtsdestotrotz, ich glaube, jetzt gehe ich wirklich lieber los. Hau den Burn raus. Wird der Burn treffen, das ehrlich trifft? Das heißt, er ist jetzt natürlich verkrüppelt. Ist jetzt die Frage, was hat er vor? Er wird wahrscheinlich jetzt direkt wieder angreifen. Oh, ja, natürlich, er hat die Prunusbeere. Ich bin blöd. Ich habe verloren, weil ich blöd bin, Leute. Oder weil ich nicht weiß, was eine Prunusbeere macht, sagen wir es so. Weil ich nicht weiß, was eine Prunusbeere macht, habe ich verloren. Kann man hier wirklich nicht anders sagen. Ich glaube, er wird eher auf Nummer sicher gehen. Oder glaubt er, dass er einen Zubiris... Ich glaube, er kann einen Zubiris... Ich glaube, er glaubt, dass er einen Zubiris One-Hitten kann. Ja, genau, deswegen geht er eher auf die Dunkelklaue. Wenn Zubiris überlebt, was es leider nicht tut, hätte ich mit dem Schmarotzer ihn getötet. Ja, ich habe jetzt verloren, weil ich geglaubt habe, weil ich nicht wusste, was eine Prunusbeere macht. Jetzt im Nachhinein natürlich. Eine Prunusbeere heilt Verbrennungen. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video heute gefallen, auch wenn es jetzt nicht ganz so gut lief. Wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt doch bitte auf Gefällt mir. Damit, ich habe doch auf Nein gedrückt, naja. Drückt auf Gefällt mir, damit ihr dann das nächste Mal, damit ihr mir den Kanal unterstützt und drückt natürlich auf Abonnieren, damit ihr das nächste Mal, einfach herausfinden könnt, wann ein neues Video ist, wann das nächste Mal ist. Wir sehen uns dann hoffentlich auch das nächste Mal wieder. Bis dann.